Hallo Fußball Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mit den Top 15 Wintertransfers 2017-2018. Gestern war der Deadline Day, das heißt der letzte Tag, an dem die europäischen Top-Clubs Spieler verpflichten oder verkaufen können. Welche Transfers im ganzen Wintertransferfenster zustande gekommen sind und welche 15 davon die besten waren, in diesem Video. Wenn ihr nichts mehr aus der Welt des Fußballs verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, schaut in meinen Merch-Shop rein, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung und falls ihr noch die weiteren Platzierungen wissen möchtet, bis Platz 50 und danach die Bundesliga-Spieler, werde ich euch alle in der Kommentarsektion auflisten. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Und sonst war es das eigentlich und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Auf Platz 15 liegt Theo Walcott. Der 28-Jährige Rechtsaußen mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro wechselte innerhalb der Premier League vom FC Arsenal zum FC Everton. Und das für die Ablösesumme von 22,5 Millionen Euro. Nach einer unglücklichen Zeit bei West Ham United kehrt André Ayew zu Swansea City zurück. Und das für 22,8 Millionen Euro. Damit liegt er auf Platz 14. Der Linksaußen ist 28 Jahre alt und hat einen Marktwert von 18 Millionen Euro. Um 7 Millionen Euro mehr beträgt der Marktwert von dem auf Platz 13 liegenden Michy Batshuayi. Er wird für den Rest der Saison für Borussia Dortmund auflaufen und Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen. Der Belgier wird vom FC Chelsea zunächst aber nur ausgeliehen. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro. Auf Platz 12 liegt ebenfalls ein Spieler, der mit dem FC Chelsea zu tun hat. Im Gegensatz zu Batshuayi kam er aber nicht vom FC Chelsea, sondern er kam zum FC Chelsea. Und zwar vom FC Everton. Es geht genauer gesagt um Ross Barkley. Der 24-Jährige hat einen Marktwert von 25 Millionen Euro, wechselte aber für nur 16,9 Millionen Euro zum FC Chelsea. Ein richtiges Schnäppchen für die Blues. Ein Marktwert von 26 Millionen Euro hat João Mario. Er liegt auf Platz 11. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte auf Leihbasis von Inter Mailand zu West Ham United in die Premier League. Die Leihgebühr beträgt aber 1,2 Millionen Euro. João Mario schließt die Lücke, die André Ayew gelassen hat. Der 25-Jährige zeigte bei seinem Debüt für West Ham auch schon sehr gute Leistungen. Jetzt sind wir endlich in den Top 10 angelangt. Auf Platz 10 liegt Lukas. Der Rechtsaußen hat für Paris Saint-Germain gespielt. Gegen Kylian Mbappé hatte er aber keine Chance, deswegen war ein Wechsel dringend nötig. Die Tottenham Hotspurs gaben gestern endlich bekannt, dass er für 28,4 Millionen Euro ihr neuer Spieler wird. Der 25-jährige Brasilianer wird bei Tottenham eine sehr tragende Rolle spielen. Auf Platz 9 findet sich ausnahmsweise mal ein Verteidiger wieder. Verteidiger sind jetzt nicht so die Spieler, für die die höchsten Summen bezahlt werden. In diesem Wintertransferfenster sind allerdings drei Verteidiger in den Top 10 und Inigo Martinez ist der erste. Er ersetzt nämlich bei Athletic Bilbao Aymeric Laporte, der zu Manchester City abgewandert ist. Er kommt von Real Sociedad. Der 26-Jährige hat einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Da Athletic Bilbao aus dem Laporte-Deal aber sehr viel Geld übrig hatte, bezahlten sie satte 32 Millionen Euro, um einen ihrer Leistungsträger zu ersetzen. Kommen wir zu Platz 8. Auf dem liegt Henrik Mkhitaryan und mit ihm einer der krassesten Tauschgeschäfte, die wir seit langem gesehen haben. Mkhitaryan vom Manchester United gekommen, wo er unter José Mourinho nicht mehr gesetzt war, wurde im Gegenzug zu Alexis Sanchez zum FC Arsenal transferiert. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler war beim BVB bereits zu Glanzzeiten gekommen, konnte diese bei Manchester aber nicht wiederholen. Bei Arsenal will er wieder zur alter Stärke reifen. Und auch ein Transfer nach China darf in den Top-Winter-Transfers natürlich nicht fehlen. In der Super League hat Bijie Sinobo-Guan wieder zugeschlagen und für 40 Millionen Euro sich die Dienste des Mittelstürmers Cedric Bakambu gesichert. Bakambu ist ein unbeschriebenes Blatt, zeigte aber bei Villarreal in der letzten Saison sehr gute Leistungen und hat zudem einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Der 26-jährige Kongolese will seinen Rest der Karriere in China verbringen.
Der FC Arsenal hatte wohl in dieser Wintertransferperiode richtig Lust daran, Spieler, die bei Borussia Dortmund groß geworden sind, zu verpflichten. Neben Henrik Mkhitaryan wurde gestern auch endlich bekannt gegeben, dass Pierre-Emerick Aubameyang für 63,75 Millionen Euro vom BVB zum FC Arsenal wechselt. Die Statistiken sprechen aber eigentlich gegen einen Wechsel. Aubameyang fühlte sich in Dortmund richtig wohl. Dennoch waren die Eskapaden, die sich Aubameyang leistete, für den BVB wohl zu viel. Und der Mann mit dem 65 Millionen Euro Marktwert wechselt in die Premier League zum FC Arsenal. Dort wird der 28-Jährige den zum FC Chelsea abgewanderten Olivier Giroud ersetzen. Kommen wir zum zweiten Innenverteidiger in diesem Ranking und damit auch in die Top 5. In den Top 5 befindet sich auf Platz 5 Aymeric Laporte. Der 23-jährige Innenverteidiger galt als Megatalent und wurde von vielen europäischen Topclubs umworben. Jetzt hat sich Manchester City die Dienste des 23-Jährigen sichern können. Trotz eines Marktwertes von 25 Millionen Euro wertete Manchester City für Athletic Bilbao 65 Millionen Euro hin, für die sie sich als Ersatz direkt Inigo Martinez geholt haben, den wir ja gerade schon hatten. Es schien so, als wäre Diego Costa nie aus Madrid gegangen. Bei seinem Debüt erzielte er direkt ein Tor, flog aber nach dem Trikotausziehen danach vom Platz. Das spiegelt aber die Zeit wider, die er vor seinem Wechsel erlebt hatte. Bei Chelsea hatte alles so gut begonnen. Am Ende war es nur ein Trauerspiel und ein Warten, bis er endlich spielberechtigt für Atletico Madrid war. Atletico Madrid hat sich für 66 Millionen Euro die Dienste ihres Ex-Mittelstürmers gesichert. Der 29-jährige Spanier hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro und ist für Atletico ein richtiger Gewinn. Aber auch Atletico ist für Diego Costa ein nächster großer Schritt, denn dort weiß er, dass er zusammen mit Fernando Torres einen Megasturm bilden kann. Eine Sache hat sich der FC Arsenal für diese Wintertransferperiode besonders vorgenommen, Alexis Sanchez loszuwerden. Der Grund? Im Sommer hätten sie für ihn einfach keine Ablöse mehr bekommen, weil sein Vertrag ausgelaufen wäre und Alexis Sanchez den Verein so oder so verlassen hätte. Jetzt haben sie einen Spielertausch fokussiert und ihn auch vollzogen. Henrik Mkhitaryan wird ihr neuer Spieler. Dafür geben sie Manchester United Alexis Sanchez ab. Ein guter Deal. Alexis Sanchez ist mit 70 Millionen Euro Marktwert im Moment einer der besten Spieler der Welt, fand sich beim FC Arsenal aber nicht zurecht. Der 29-jährige chilenische Linksaußen soll bei Manchester United so groß werden, wie er es damals beim FC Barcelona war. Noch eine gute Nachricht für den FC Arsenal ist, dass der neben Alexis Sanchez wechselwillige Mesut Özil seinen Vertrag beim FC Arsenal verlängert hat. Und dadurch ist der FC Arsenal der große Gewinner der Wintertransferperiode. Jetzt sind wir bei den letzten beiden Spielern. Eine Frage darf man sich berechtigt stellen. Wo ist der FC Liverpool abgeblieben? Tja, der FC Liverpool hat in dieser Wintertransferperiode nicht viele Transfers getätigt, aber einer sticht aus allen anderen heraus. Virgil van Dijk. Jürgen Klopp wollte den Niederländer unbedingt in seinen Reihen haben. Und obwohl der 26-Jährige nur einen Marktwert von 30 Millionen Euro hat, haben die Liverpooler einfach mal 78,8 Millionen Euro für ihn hingeblättert. Damit ist er der neue teuerste Innenverteidiger aller Zeiten. Außerdem wird Van Dijk bei Liverpool perfekt ins System passen. Ein Innenverteidiger wie er hat das Team genau gesucht. Zwar hätten sie ihn preiswerter bekommen können, aber trotzdem ein absoluter Top-Transfer. Kommen wir zu Platz 1, auch wenn diese eigentlich keine Überraschung ist. Denn sowohl in Ablöse als auch an dem Marktwert von Philippe Coutinho kommt von den Spielern, die in dieser Wintertransferperiode gewechselt sind, keiner ran. Ein Marktwert von 90 Millionen Euro spricht für sich. Ebenso die Ablöse von 120 Millionen Euro, die aber noch auf 160 Millionen Euro steigen wird. Und zwar hat diese der FC Barcelona dem FC Liverpool bezahlt. Der 25-jährige Brasilianer ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und soll beim FC Barcelona zu einer neuen Spielerfigur werden. Klar, man hat noch das Geld vom Neymar-Deal und das hat man jetzt reinvestiert, und zwar in den neuen Brasilianer. Coutinho hat direkt mal in seinem ersten Spiel gezeigt, was er drauf hat. Und das ist auch richtig gut so, denn er kann einer der großen Weltstars werden und sich beim FC Barcelona so gut entwickeln, wie Neymar es getan hat. Aber
Vielleicht wird er dann nicht mehr im Schatten von Lionel Messi stehen, da dieser auch schon älter ist. Dennoch, Filippo Coutinho ist der absolute Top-Transfer in der Wintertransferperiode 2017-2018.